Ich hätte gerne einen Akkord von Hornblech und Klarinetten. Tiefes Blech, bitteschön, denselben Akkord. Danke. Ein Akkord von den Hörnern einzeln, bitte. Noch einmal schnell. Zusammen. Liebe Zuschauer daheim und herzlich willkommen, liebe Gäste hier bei uns. Die Musik kommt heute aus 2000 Meter Höhe von der Seiser Alm in Südtirol. Mit ihren beinahe 60 Quadratkilometern Fläche ist sie das größte Hochalmgebiet von ganz Europa. Und man kann sie mit Recht als Landschaftswunder der Dolomiten bezeichnen. Von hier hat man einen wunderschönen Blick. Da sehen wir da drüben einmal den Langkofel, daneben den Blattkofel, weiter hinten ist die Marmolata und direkt vor uns der Schlern und der Sandner. Ja, wir haben uns gedacht, bevor die ganze Gegend eine Schneelandschaft wird, wollen wir mit Musik und Gesang den Almsommer verabschieden. Und dazu sind viele Sänger und Gruppen vom Grödnertal und vom Schlerngebiet zu uns heraufgekommen. Also fangen wir gleich an mit dem Instrument, das früher mal das Telefon der Almhirten war, mit dem Alphorn.
dem Alpenquartett Seiser Alm. Ja, um die Dolomiten ranken sich ja viele Sagen und Geschichten. Der Schlern zum Beispiel soll einmal der Hauptversammlungsplatz der Hexen gewesen sein. Und um die Hexen geht's auch in dem Lied, das uns gleich der Männerchor Seis singen wird. Herr Schkagulla, das Liedl ist ja im Dialekt und sagen Sie uns bitte, was da genau vorkommt. Ja, das Lied, das erzählt von einem einsamen Herzen, aha, dem Hiesel. Matthias auf ja, Deutsch, gell? Ganz genau. Ja, der Hiesel, der möchte unbedingt eine Frau fürs Leben und er tut sich halt sehr schwer. Und eines Abends sitzt er da in gemütlicher Runde bei seinen Kollegen und da sagt er, also eine Frau muss her, ein Weib muss her und wenn es auch nur eine Schlernhex wäre. Und da nimmt das Schicksal seinen Lauf. Die Hexen, die schicken ihm eine Frau ins Haus, die macht ihm die Hölle heiß. Gleich 6 Gankerlen schickt sie ihm, bringt sie ihm mit und jedes Jahr ein neues dazu. Das hört nicht mehr auf. Mei, das ist gut. Also vielen Dank. Dann hören wir es uns einmal an jetzt, das Liedl von den Schlernhexen. Der Vollmond scheint oben, den Herrlicher Grab. Die Schlernhexen tanzen um 12 die Nacht. Sie tanzen auf Nachtbeine der Kranerwitwies. Ja, die umlange Zotten und hat ein antrisches Fries. Ja. Ja, Uriah, hol die Reine, hol, ja, Uriah, hol die Mieser, hol, ja, Uriah, hol die Reine, hol, ja, Uriah, hol die Turmuhr von Fels hat die Geister stumm schlug. Ja, da hat gar der Schwert mit die Hexen erdroht. Ein Wirt auf der Kegelbahn, oh wein, du gehst zu, ja, da tanzen die Hexen, bis ist ruhig in der Fruhe. Ja, ja, Uria, hol die Reihen, ja, hol, ja, Uria, hol die Spieß, ja, hol, ja, Uria, hol die Reihen, ja, hol, ja, Uria, hol die Reihen. Der Hies möchte ein Weibes, er tut sich halt schwer. Ja, der rät frei, ja, wenn's leid ein Schlernhexen war. Auf einmal, du Geister, so heiliger Klaus, ja, so jetzt hat halt der Hiesel ein Schlernhex im Haus. Ja, Uria, hol die Schreine, hol, ja, Uria, hol die Spieß, ja, hol, ja, Uria, hol die Schreine, hol, ja, Uria, hol die. Jetzt geistert's beim Hirsel, bei Tog und bei Nacht. Doch die Schlernhex, die hat ihm 12 Ankerlen gebracht. Und alle wieder, o oh, höllischer Graus, ja, du geistert hast dort in den Schlernhexenhaus. Ja, ja, Uria, hol die Reihen, ja, hol, ja, Uria, hol die Reihen, ja, hol, ja, Uria, hol die Reihen, ja, hol, ja, Uria, hol die Reihen. Thank you.
Das schneidige Stückel hat uns gerade die Musikkapelle St. Ulrich unter der Leitung von Hermann Malferteiner aufgespielt. Von der Seiser Alm kommen die Geschwister Rier, die Martha und die Frieda. Und sie singen, begleitet von Otto Di Lago, ein ganz schönes Liedl aus dieser Gegend. Herz wie ein Fiedel, Blut wie ein Fisch. Drei Hollaro, drei Hollaro. Kein Mensch kann mir's glauben, wie wohl mir da ist. Drei Hollari, drei Ho. Kein Mensch kann mir's glauben, wie wohl mir da ist. Drei Hollari, drei Ho. Heile, heile Segen,
zu mir, Nicole. Also die Nicole ist aus Seis und hat zum ersten Mal mit uns und im Fernsehen gesungen, gell? Schön hast du das gemacht. Bravo, Nicole. Ich danke recht schön, gell? Und auch dir, liebe Margot. Danke. Ein besonders herzlicher Dank geht an die Singgemeinschaft St. Christina, die von Hans Malsiner geleitet wird. Die Singgemeinschaft ist ja eigentlich der Kirchenchor von St. Christina. Aber bei weltlichen Festen pflegt der Chor hauptsächlich das ladinische Volkslied. Ladinisch ist eine rätoromanische Sprache und wird heute noch rund um die Sella-Gruppe gesprochen. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns mit dieser schönen Sprache vertraut gemacht habt. So, jetzt aber ganz was anderes. Wir haben einen Hubschrauberflug vorbereitet, der uns mal die wunderbare Bergwelt von oben zeigen soll. Zunächst aber möchte ich den Leiter der hiesigen Bergwacht vorstellen, Ludwig Seebacher. Grüß dich, Maria. Grüß dich, Ludwig. Sag mal, sag mal wieder. Ludwig, seit ein paar Stunden sind drei Seilschaften von dir unterwegs zur Sanderspitzen, gell? Ja, das stimmt. Unser Hubschrauber wird auch bald starten. Und dann haben wir vielleicht das Glück, dass wir die Männer in der Wand klettern sehen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich schon. Aber bitte, sagt ihr erst einmal unseren Zuschauern ein bisschen was über die Bergwacht, was alles da habt. Ich meine, ihr habt ja nicht bloß Freude, ihr habt ja so eure Sorgen, gell? Ja, Maria, das stimmt. Also es gibt leider Gottes immer wieder Leute und Bergsteiger, die in die Berge gehen, ohne gute Ausrüstung. Ja. Also wichtig ist dabei natürlich ein sehr gutes Schuhwerk, also Schuhe mit Profil. Mhm. Zweitens kommt dann natürlich dazu, dass man eine gute Bekleidung haben soll wegen einem Wettersturz. Weil ich Regenkleidung und so. Ganz genau. Und wie gesagt, die technische Ausrüstung, die haben sie meistens selber gut genug. Ja, also das geht ja dann hauptsächlich um die Bergsteiger, was du meinst, um die Kletterer. Aber genau. Da gibt es ja so viele Bergwanderer, habe ich gesehen. Was müssen denn die hauptsächlich beachten? Also ein Bergwanderer, der sollte sich einmal so erstens einen Wanderführer und oder eine Wanderkarte besorgen. Mhm. Da sind die Steige und Wege so genauestens eingezeichnet. Und wenn man sich auf diesen Steigen und Wegen hält, dann kann natürlich nicht viel passieren. Aber leider Gottes sind viele, die vor den Steigen und Wegen abgehen und dann passieren die Unfälle. Und wir von der Bergwacht, unsere Leute, müssen dann ausrücken und geben sich natürlich auch in Gefahr dabei. Ja, das ist ganz klar. Ich meine, in den Berg spielt ja auch das Wetter eine ganz große Rolle, gell? Ja, da hast du recht, Maria. Also man sollte sich zuerst schon erkundigen, wie die Wetterlage ist. Und wie gesagt, wenn man aber trotzdem dann einmal sich in einen Gewitter oder in einem Wetter reinkommt, dann sollte man die Tour abbrechen. Ja. Denn es heißt ja, ein Spruch gibt es, besser ist 99 Mal ein Feigling zu sein, als einmal ein Held. Ja, das ist gut. Das finde ich ganz gut, ja. Ludwig, deine Männer setzen sich also selbstlos und kostenlos und freiwillig ein für das Leben anderer Menschen. Und da haben wir uns gedacht, also wir, die Mitarbeiter von dieser ZDF-Produktion, machen wir doch unter uns eine kleine Sammlung. Und okay, da kommt ja schon das Ergebnis. Vielen Dank. Also, nicht, dass du meinst, das ist ein Modell für einen neuen Heistadl da herum, gell? Nein, da ist das Geld drin zur Verwendung für die Bergwacht. Bitte. Ja, Maria, ich kann dir und dem gesamten ZDF nur recht herzlich danken. Bitte vielen schön. Dank. Also, meine Männer von der Bergwacht, jetzt überreichen danke. Ich bitte jetzt Ihnen danken. Ja. Ich kriege jetzt gerade ein Zeichen, dass der Hubschrauberstart klar ist. Ja, das ist ja wunderbar. Hoffentlich kriegen wir recht schöne Beuteln, gell? Ja, bei diesem Wetter. Ja, das ist kein Problem. Während des Hubschrauberflugs spielt bei uns herunten die Musikkapelle Kastelruth unter der Leitung von Hans Proslina. Thank you.
Wenn man diese herrlichen Naturaufnahmen sieht, wird man wieder ganz klein und ehrfurchtsvoll. Vielen Dank allen Beteiligten. So, und jetzt geht's hier im Programm wieder weiter. In der Gegend gibt's ein Kartenspiel und das nennt man Perlacken. Das tut's hier gerade, gell? Also, dabei werden natürlich ein paar Schipperl getrunken, wie es so der Brauch ist. Und was dann rauskommt, das erzählt uns jetzt der Männerchor Saslong aus St. Christina unter der Leitung von Ferdinand Insam. Anschließend sind dann die Maienpfeifer an der Reihe. Der Name geht zurück auf einen ganz alten Brauch. Nachdem die Musikanten von Haus zu Haus ziehen am 1. Mai und den Frühling ankündigen. Also bei uns spielen sie ausnahmsweise mal im Oktober, haben sie gesagt. Zuvor aber das Perlackerlied. Im Wirtshaus zum Rosen, ganz klein bei der Stross, da hocken vier Männer mit blau-roter Nuss. Der Giersen, der Jocken, der Sepp und der Veit, die bippeln und nebeln und reden recht scheit. Die bippeln und nebeln und reden recht scheit. Auf dem Tisch steht der Flaschstoffel, Kreid und der Bosch und ein neues Kartenspiel, das sich zerfiel. Am Trinken muss sie der Mensch am Holten, 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 Hol
Und jetzt machen wir einen Abstecher ins Etschtal. Da gibt es einen guten Südtiroler Wein und der ist genauso beliebt wie die Südtiroler Berge. Unterhalb von Kaltern und Tramin liegen die Orte Kurtatsch und Entikla. Und dort erwarten uns die Entiklarer Stubenmusik und das Männerquartett Schloss Sigmunds Kron. Und dazu schalten wir jetzt um. Frisch auf zum Weine, wohlauf ins schöne Land, im goldenen Sonnenscheine, grüß dich das Wunderfeine. Das grüne Rebenland, der Rätschet lang, bei Liederklang, beim Wein. Da muss meine Heimat sein, die Heimat sein. Da muss meine Heimat sein, die Heimat, Heimat sein. Frisch auf zum Weine, willkommen am Talverstrand, wir trinken deine Weine, es glänzt der Trank der Reine. Kredenz von zarter Hand, der Rätschend lang bei Liederklang, bei Wein. Da muss meine Heimat sein, da muss meine Heimat sein, die Heimat, Heimat sein. Frisch auf zum Weine, wo holde Frauen blühen, die eine, die ich meine, du meine süße Feine. Dir muss mein Herz erglühen, der Rätschet lang bei Liederklang, bei Wein. Da muss meine Heimat sein, die Heimat sein. Da muss meine Heimat sein, die Heimat, Heimat sein. Rüdi, hol die Orle, 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 Rüdi, hol die Orle,
ein Alzbierbill, morgen nicht brennt sie nicht um. Trüdi fall die Adel, die Trüdi hat ihr die musikalischen Gruß von der Südtiroler Weinstraße. Ja, was wäre ein Besuch auf der Alm ohne Jodler? Und dass Jodeln schön ist und Freude macht, bestätigt jetzt das Wolkensteiner Jodler-Trio. Thank you.
Musikkapelle Seis hat sozusagen vor der Haustür aufgespielt. Ihr Leiter ist der Karl Seebacher. Und gehört haben wir den Marsch Musikkameraden. Kameradschaftlich geht's jetzt weiter beim Orchesterfinale mit den Orchestern Seis, Kastelruth und St. Ulrich. Leid, dass wir Abschied nehmen müssen von der schönen Seiser Alm und von euch, lieben Südtirolern. Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Aufnahme hier und bei Ihnen daheim fürs Einschalten. Ich möchte Sie heute schon einladen zu unserer nächsten Sendung, die aus Gstaad am Chiemsee kommt. Und zwar schon in 14 Tagen. Also bis zum 16. Oktober, wenn es heißt, die Musik kommt aus dem Chiemgau. Führt euch gut und bleibt gesund. Ein nächstes Mal, einen neuen Feiertag.